Wenn du dich entspannst und ausruhst, wird die Funktion am mildesten ablaufen. Die implantierte Essenz hat deinen Verstand schon fest im Griff, dagegen anzukämpfen wird sinnlos sein. Er dreht sich mit einem kalten Starren zu dir um. Und ich hoffe, unser neuer Besucher wird die Angelegenheit nicht noch unnötig komplizieren. Was geht hier vor sich? The black sheep cousin of justice. Or haven't you heard Lord Heron's tale of woe about a missing daughter and an impending marriage? He's sent his soldiers to scour the village while he bides his time at the Drakogen Inn. Subversion, das schwarze Schaf unter den Cousins der Gerechtigkeit. Oder hast du Fürst Harolds traurige Geschichte von seiner verschwundenen Tochter und einer bevorstehenden Hochzeit nicht gehört? Er hat seine Soldaten geschickt, um das Dorf zu durchsuchen, während er sich in der Drakogen Schenke die Zeit vertreibt. Also ganz stimmt das eigentlich auch nicht, der macht sich richtig Sorgen. I don't expect you to understand what I'm doing. Neither the rituals of Scan or the labors of Animancy meet with much approval in polite society. But unsightliness reminds polite society that there are limits. When no one pays attention to the excesses and debaucheries of a lord, you give them something they can't look away from. Ich erwarte nicht, dass du verstehst, was ich tue. Weder die Rituale von Skeen noch die Wehen der Beseelung werden in besserer Gesellschaft hochgesetzt. Geschätzt. Kumpel, ich bin ein Wächter. Nur zur Info. Er nimmt eine Haarlocke der jungen Frau in seine großen, blutverschmierte Hand. Unansehnlichkeit aber erinnert die höfliche Gesellschaft daran, dass es Grenzen gibt. Wenn jemand auf die Exzesse und Ausschweifung eines Fürsten achtet, gib mal ihnen halt etwas, an dem sie nicht vorbeischauen können. Den Leuten im Dorf schien Fürst Harod verdächtig. Decency is a funny thing. Most people have just enough of it to turn their noses up at something distasteful. But not enough to get their own hands dirty fixing it. Anstand ist eine lustige Sache. Die meisten Leute haben gerade genug davon, um ihren Namen über etwas Geschmackloses zu rümpfen, aber nicht genug, um sich dessen Richtigstellung die eigenen Hände schmutzig zu machen. Lord Heron's been telling everyone she's his daughter. He brought her all the way out here just to avoid anyone who might know differently. She's his niece. And she's carrying his child. Ja, das gute Spiel von der Inzucht. Er blickt zu der jungen Frau. Fürst Harond erzählt allen Leuten, sie sei seine Tochter. Er hat sie bisher gebracht, um alle zu meiden, die die Wahrheit kennen könnten. Sie ist seine Nichte und sie geht mit seinem Kind schwanger. Saraganis Augen stechen als strahlende weiße Kugeln aus ihrer Gesichtsbemalung heraus. Ihr eigener Onkel, ihre Stimme wird leise. Ich weiß, was ich mit ihm anstellen würde. Das kann ich. Warum sollte er so etwas tun? Das kann nicht dein Ernst sein, das ist ja fürchterlich. Bist du sicher, das scheint mir etwas weit hergeholt zu sein? Warum sollte er so etwas tun? Wife's delivered nothing but Hollowborn. Now he's got no heir and his sister's child, Elise, is reaching the age to marry. Without progeny of his own, Heron's legacy would pass to her issue. So he found a way to continue his own noble line. By putting his child in this girl, his own niece. Harons Ehefrau gebar nichts als Hohlgeburten. Jetzt hat er also keine Erben und Elins, das Kind seiner Schwester, Elise. Er erreicht das heiratsfähige Alter. Ohne eigene Nachkommen würde Harons Erbe auf Elise leibliche Nachkommen übertragen werden. Er fand also einen Weg, um seine eigene adlige Blutlinie fortzusetzen und schwängerte dieses Mädchen seine eigene Nichte. Und Beseelung ist ein Teil deines Plans, ihn zu vernichten. Es ist nicht nur über Heron und die Frau. Es ist über die korrupten Einflüsse von Power und Wealth. Wie Menschen mit Privileg, Menschen wie Heron, so oft insulated von den Konsequenzen ihrer Aktionen sind. Die charged Essenz von Dutzenden von maltreated Slaven und Unterlings ist bereits Root in ihrem Mind genommen. Once it's established, it'll drive her to murder her uncle, her aunt. And anyone foolish enough to get in her way. People won't be able to look away from Heron's sins then. Gut, Adlige können richtige Schweinehunde sein, aber trotzdem ist dieser Plan, den er da hat, auch nicht der beste, hier einfach Blutbäder zu verrichten.
Das hier geht nicht um Harond oder das Mädchen. Es geht um den korrumpierenden Einfluss von Macht und Reichtum, wie privilegierte Leute wie Harond so oft vor den Konsequenzen ihres Handelns geschützt werden. Die mit Dutzenden misshandelten Sklaven und Umgebenden belastete Essenz verwurzelt sich bereits in ihrem Verstand. Hat sie erst vollständig Fuß gefasst, wird sie Alice zum Mord an ihrem Onkel, ihrer Tante und jedem anderen Treiben der Gruppe genug sich, sich ihr den Weg zu stellen. Danach werden die Leute Harolds Sünden nicht mehr ignorieren können. Ha, typisch Skeen, sich solche Mühe zu geben, um einer Konfrontation auszuweichen. Wie soll dieser Fürst lernen, wenn er nicht bestraft wird? Brich den Körper dieses Fürsten, verschütte ihn mit 100 roten Geschenken. Lass ihn wissen, warum er leiden muss. Erst dann kannst du das Problem beheben. I do not wish to destroy Nestor Herond. I wish to end his entire rotten line. His name will become a curse among strangers. The deeds of his house will be eclipsed by his ruin. Foes will hear his name and shudder with pity. And any relatives who should survive him will abandon their fortunes just to rid themselves of the association. Ich möchte Nestor Harond nicht nur vernichten, ich möchte seine gesamte Blutlinie beenden. Unter Fremden wird sein Name zum Fluch werden, die Taten seines Hauses werden von seinem Ruin in den Schatten gestellt werden. Feinde werden seinen Namen hören und vor Mitleid erschaudern, und alle Verwandten, die ihn überleben sollten, werden ihr Vermögen aufgeben, nur um sich der Verbindung zu ihm zu entledigen. Wächter, lasse dieses Mädchen und ihr Kind nicht zum Spielball der Rache werden. Lass mich ihren Verstand berühren, ich kann sie von diesen Fesseln befreien und von der Erinnerung, die sie gefangen halte. Dann tu das mal. Die trauernde Mutter neigt den Kopf. Danke, Wächter. Du spürst, wie sie nach dem Verstand des Mädchens greift, unnachgiebig, aber sanft. Alice bewegt sich nicht, doch die trauernde Mutter zittert vor Anspannung und die Luft um sie herum klirrt. Schließlich bricht sie kraftlos zusammen, die Anspannungen pulsieren in ihrem Verstand. Für einen kurzen Augenblick schließt Alice ihre Augen, als sie sie wieder öffnet, hat sie einen leeren Gesichtsausdruck. Als sie aber die Szene vor sich aufnimmt, du... Wie Mond und die Maschine in diesem seltsamen dunklen Raum wird aus ihrer Verwirrung Angst. Sie stößt einen erstickenden Ruf aus. Kill them. All of them. If she can't destroy Herond, then we can destroy his legacy with her. Er flucht mit zusammengebissenen Zähnen und wendet sich den anderen Kultisten zu. Tötet sie alle. Wenn sie Harond nicht vernichten kann, dann werden wir sein Vermächtnis mit ihr zusammen zerstören. Wow, viel Erfahrung. Beute wartet. Gut, sehr schön. Okay, wie machen wir das am dümmsten? Palegina, du flankierst hier. Edda, du flankierst hier. Fenris, Itomak, in die Richtung. Und die Fernkämpfer, das sind wir drei hier. Wir vier hier. Auf den Kultistenanführer. Wobei du... Zeig ihm mal, was feuriger Schmerz ist. Oh, sie ist gut genug gewesen, auf den Mittelpunkt zu fliehen. Okay, ihr Anführer ist schon mal weg. Dafür sieht Fenris aber auch nicht so gut aus. Okay, Fenris wurde ausgeschalten. Und das war... Achso, da hinten ist so ein verdammter Verstandsbrecher. Der muss weg. So, der nervt nur. Okay. Die junge Frau blinzelt dich an und geht dann ein paar Schritte zurück. Bleib bloß weg, ich weiß nicht wer. Sie schüttelt ihren Kopf und massiert ihre Schläfen. Was ist hier passiert? Skentische Kultisten haben dich entführt. Sie betrachtet die toten Kultisten in den Blutpfützen um dich herum und reißt dabei ihre Augen immer weiter auf. Aber sie zuckt zusammen und stürzt ihren Kopf haltend vornüber. Bei ihres Flügeln, ich kann mich kaum an etwas erinnern. Sie hält inne und runzelt die Stirn. Sie murmelt etwas im Rautai-Dialekt, dann in Valian. Badome? Nein, mein Name ist Alice. Ihre Finger tanzen neben ihr und zupfen in drei hintereinander wiederholten Bewegungen in die Luft.
Eine Leier, die ersten Noten von der falschen Ritter. Ihre zuckenden Finger streifen an ihre anschwellenden Bauch. Sie schaut mit fragenden Augen zu dir. Alice, es gibt einen Grund, warum du es vergessen hast. An manche Dinge sollte man sich besser nicht erinnern. Du bist eine junge Edelfrau, die von skrupellosen Verwandten ausgenutzt wurde. Du bist eine junge Lady, die mit mächtigen Leuten Probleme bekommen hat. Schau mich nicht so an, das gehört mir nicht. Oh, böser Spruch, ganz ehrlich, böser Spruch. Es gibt einen Grund, warum du vergessen hast. Sie liegt da abwesend. Ich weiß auch noch, dass ich nicht ins Dorf zurückgehen kann, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, warum. Sie sieht sich die merkwürdigen Gerätschaften an. Und hier kann ich sicher nicht bleiben. Mal sehen. Alice, du kannst gehen, wohin du möchtest. Finde die Straße und geh immerzu weiter. Am Rande des Dorfes befindet sich ein Tempel. Die Geistlichen werden dir bestimmt helfen, an einen sicheren Ort zu gelangen. Du solltest dich in eine große Stadt begeben, Neuhemoa vielleicht, oder sogar die Valianischen Republiken. Irgendwo, wo sich dir mehr als genug Möglichkeiten bieten. Finde einen abgelegenen Ort, meide die Straße und andere Leute. Du kannst niemandem vertrauen. Schicken wir sie in den Tempel. Sie scheint den Vorschlag langsam zu verstehen, aber er scheint sich in den nun leergefickten Teil ihres Verstandes anzusiedeln. Das ist ein guter Rat. Sie wirft einen letzten Blick auf die blutbespritzte Kammer. Nicht einmal werde ich mich umdrehen, sie eilt davon. So, Kultisten. Speisekammer? Ach nee, halt. Außergewöhnlicher Morgenstern. Die Speisekammertür. Wimunds Schlüssel. Okay, wir haben noch einen Schlüssel bekommen. Ghost. Ja. Ah, dafür. Ein Dolch? Wimunds Notizbuch. Das verschlungene Gekritzel ist schwer zu lesen, aber als du durch die Seiten blätterst, siehst du mehrere lesbare Passagen. Ziemlich am Anfang liest du folgendes. Wird ein geeignetes Dorf für meine Experimente sein. Es gibt dort mehr als genug Platz, aber doch besser ist, dass ich ihn die Einheimischen bereitwillig ignorieren. Möglich wäre wahrscheinlich sogar ein B. Du überspringst mehrere Seiten. Freiwillige, das Vermächtnis hat viele Missstände ans Licht gebracht. Und das Einfangen der Essenz ist hauptsächlich eine Frage des richtigen Zeitpunktes. Das Ritual des Bildnisses fungiert als gute Vorlage für. Du überfliegst die Mitte des Buches. Starben und ihre Essenzen verdampfen. Nächstes Mal muss ich es mit einer geringeren Konzentration an Reagenz versuchen. Du blätterst zur letzten Seite. Edelmann aus Todsbruch. Die Ereignisse decken sich größtenteils mit denen auf denen der anderen Testperson. Die Methoden auf widerwillige Teilnehmer anzuwenden stellt immer eine Herausforderung dar, aber die Situation könnte sich als Vorteil herausstellen. Falls es mir gelingt, diese Erinnerungen an ihren Onkel nach vorne zu holen, könnte ihre Sätze durch empfänglicher für was verfahren werden. Okay. Dieser Sarkophag wird von einem kurz vor Wappen dekoriert. Der Name auf dem Deckel wurde herausgekratzt. Da Ballast und Gold. Und das ist die Geheimtür, okay. Dann verschwinden wir jetzt noch schnell hier raus. Hier ist ja der Ausgang. Was ist auf dich denn gewirkt? Gehirnerschütterung. Oh, wahrscheinlich durch das, durch diese Aktion gerade, wo sie die Frau da befreit hat von der bösen Essenz. So, das heißt, hier sind wir fertig. Und wow, war das ein Riesengebiet, muss ich ehrlich zugeben. Das war mal ein großer Dungeon auf einer Ebene. So, wir gehen jetzt aus dieser... noch hier raus. Zu sagen, hat uns niemand was Neues. Das kommt wahrscheinlich auch erst nur mit den Hauptquests. Questen. So. Gut, bevor wir jetzt hier irgendwas weitermachen, ist es mal leider wieder Zeit für einen Cut.
Deswegen speichere ich jetzt hier. Spielstand speichern. LP 14. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.